Herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier bei Paper Mario, Legende von Eontor im Danger Run. Und wir werden direkt in den Arsch gebissen. Au, die machen sogar zwei Schaden. Shit. Die machen zwei Schaden. Ich weiß nicht, ob ich da durchdringen kann. Weil die haben nicht eine verdammt hohe Verteidigung. Oh Gott. Ich hab mich. Nein, shit. Wow, okay, Glück gehabt. Okay, Glück gehabt, beziehungsweise. Nein. Hätte ich hoffentlich perfekt die A-Taste gedrückt, um den Schaden noch zu reduzieren. Also sie sind feuerunanfällig. Gut, das merke ich mir mal. Das hatte ich nämlich nicht mehr auf meinem Schirm. Feuerunanfällig. Autsch. Aber trotzdem volle Kanne in den Arsch gebissen gekriegt. Ey, das gibt's ja nicht. So. Da ist der nächste. Mal hier hinlaufen lassen. Komm, genau. Dankeschön. So. Ich könnte jetzt erstmal da oben nach hinten reingehen. Oder ich gehe erstmal hier hinten hin. Ich erinnere mich, dass da hinten noch was war. Weil wir auch da schon rein können. Nein, 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 nein. Ich verzichte. Dankeschön. Boah, ihr seid ganz schön schnell. Aber habt nur so eine kurze Verfolgungsreichweite. Ich weiß, irgendwie mochte ich diese Handgegner nicht. Nein, nein, nein. Nein, habe ich gesagt. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich die nicht mehr mochte. Ich hoffe, ich werde es auch hier nicht mehr erfahren. Auf jeden Fall, wir können sie nicht mit Erdbeben attackieren. Okay, hier ist irgendwie gar nichts. Langer Gang mit gar nicht, lange nichts. Okay. Das ist nur eine kleine grüne Flamme. Die ist jetzt nicht so tragisch. Zwei kleine grüne Flammen, Entschuldigung. Und ein Speicherblock. Nutzen wir doch die Gelegenheit. Weil ich genau weiß, was mich jetzt hier erwartet. Hui. Hallöchen. Da haben wir quasi die Schwester von Logat. Und willkommen zum quasi Rematch gegen Logat. Weil letzten Endes ist es dasselbe Sprite. Okay, 80 HP. Gut, machen wir mal die Stampfe. Na, oh Gott, ich habe die Hitbox nicht richtig eingeschätzt. Ah, shit. Ich mache einfach einen Schattenhieb erstmal. Hä? Oh Gott, jetzt weiß ich, was ich falsch mache gerade. Oder was ich falsch gemacht habe beim letzten Mal. So. Ich muss das im Takt mitmachen, das hatte ich voll vergessen. Au. Ich brauche auf jeden Fall erstmal KP wieder. Ja, okay, wir machen das anders. Na Mist, ich wollte eigentlich einen Stampfer machen. Egal. Ach, schade. Okay, wir machen keinen Suchmisch. Items, du benutzt einfach mal hier bitte den Pilz. Den normalen Pilz. Wo haben wir den denn? Ich habe nur einen normalen Pilz. So. Okay.
Ja, wir sind etwas zäh. Wer ist denn damit? Wow. 3 Schaden. Das will mir überhaupt nicht zusagen, dass er mir so viel Schaden macht. Okay. Jetzt ist Taktikwechsel. Austausch. Nagarine, wir brauchen deine Power. Lebenskuss. Okay. Achso. Super, 10 KP geheilt. Das verbraucht ganz schön viele Blütenpunkte. Oh shit, und sie ist vergiftet. Okay, Nagarine ist zumindest unantastbar jetzt. Okay. Dampfattacke. Bams. Lebenskuss. Dankeschön. Ah, gut, sehr gut. So. Ich muss überlegen, wie ich jetzt weitermache. Ich glaube, ich mache einen normalen Sprung und hoffe, dass ich dann Blütenpunkte im nächsten Zug wieder bekomme. Damit ich den Lebenskurs nochmal machen kann. So. Bams, bams, bams! Oh Gott. Taktik, Austausch. Aber sowas von sehr schnell. Kupio. Kupio. Panzerschild. Schnell. Okay. Schaden. Ah, du bist echt geisteskrank. Taktik. Panzerschild. Perfekt. So. Das war nur nicht fürs Panzerschild. Wer hat da? Deinen Müll will ich nicht haben. So. Oh yeah, aber das bringt mir nichts. KP vollheilen, okay, Kupio bringt das was, aber wir kriegen keinen Blütenpunkt dazu. Im Publikum sind wir auch schon vollzählig. Feuer! Aber es reicht. Kupio finished. Wow. Puh. 16 Schaden. Ganz ehrlich, ich hätte keinen Plan gehabt, ob wir 16 Schaden blocken hätten können. Ich glaube nämlich nicht. Weil Kupio hat das ja auch um 16 Schaden gemacht. Und er hat ja schon selbst eine Rüstung. Bar. Ah, Sternschlüssel. Also wir brauchen auf jeden Fall mal eine Erfrischung. Ich lass mal Bart um vorne. Ach du Scheiße, 16 Schaden. Das knallt natürlich übel rein. So, nein, danke. Nein, danke. So. Hier sind 2, der nächste ist nichts. Dann kommt ein Kettenhund und dann hat dieser Handfuzzi. Wenn mich nicht alles täuscht. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Regeneration unserer Blütenpunkte. Thank you.
Da. Nope. So. Jetzt kommt nur noch der komische Hände-Dude. Mal schön hier unten erstmal, genau. Damit wir nach oben dodgen können. So. Okay. Gut, das hätten wir. Gut, dann machen wir das hier jetzt mal fix auf. So. Was das jetzt nochmal bringt, ich glaube, es bringt uns die zweite Plattform. Ich glaube, wenn man hier in die andere Richtung laufen tut, dann schaltet man auch, also schaltet man, zeig ich schon, kriegt man irgendwo einen Sternsplitter. Da wir jetzt sowieso alle Orden haben, die, ja, alle Orden haben, die wir wollen, hat sich das in dem Punkt erledigt. Ganz fix. Wow. Erstmal her damit. Auf jeden Fall. So. Weißt du was? Ich hau dich. Mann. Frustbewältigung. So. Au. So. Jetzt gibt's erstmal hier einen auf die Glocke. So. Du kannst doch hier mit der Powerbombe kommen. Das hämmern wir mal hier alles weg. Boom. 4 Schaden nur. Wow, die müssen echt viel aushalten. Ich tue gerade mal fix meine Blütenpunkte wieder regenerieren. So. Okay. Das heißt also, wir müssen eigentlich jetzt da rein. Ich hoffe, da drin ist ein Speicherblock, weil das ist sonst blöd, weil ich glaube nicht, dass wir das... das Gebäude in einer Instanz schaffen. Zack, 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 zack. So. Guten Tag. Hallo. So. Eieiei. Dieses Gebäude. Mit so kleinen Rätseln versehen. Hier ist was. Warte mal, was steht hier drauf? Müssen wir einfach wegpusten? Ja. Dankeschön. Damit hätten wir den ersten Schlüssel. So, der erste Raum. So. Was war hier? Der Raum ist sehr klein. Das ist eine... Ach so. Das war easy. Mit Steinsluft. So. Würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal das untere Stockwerk von dem Gebäude. Soweit wie es geht. Dann im nächsten. Beim nächsten Mal der obere. So. In dem komme ich nicht dran. Das ist so ein Teil, wo die Stockwerke miteinander verbunden sind. Genau das, das oben drüber ist, ist dasselbe wie hier unten. Dieses Quietschen immer. Ich weiß nicht, ob ich es beim ersten Let's Play angemerkt habe zu dem Spiel, aber das Quietschen ist schon was. Fern. Fern, 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 nah, nah. Warte mal. Warte mal.
Die sind an sich beide gleich weit weg. Ich glaube, dreimal den und dann 1, 2, 3. 1, 2. Nämlich von der Tür aus gesehen. Ganz ehrlich, das ist so... Ich weiß nicht, das ist so ein Sternwart und dann kommt das halt so... So halb gruselig so aus dem Boden halt raus. Das finde ich schon irgendwie... Keine Ahnung. Okay, erst Boden haben... Erdgeschoss haben wir abgeschlossen. Ich will noch den Raum machen, der miteinander verbunden ist. Den will ich jetzt gerade noch fertig machen. Das müsste der hier sein. Genau. Hopp. Dann machen wir nämlich das unten noch und dann gehen wir erstmal speichern. So. Gehen wir dann erstmal speichern. Damit den Raum hier jetzt noch haben. Na, viel Spaß, geh du mal hoch, ja? Ach man. So. Zack. Okay. Danke für die Truhe. Bums. Dankeschön. Okay, dann würde ich sagen, ich bewege mich mal zum Speicherblock zurück. Ganz, ganz fix. Ich hoffe, die Kettenhunde sind jetzt bleiben down. Ich habe nämlich keine Lust auf ein Rematch mit denen. Sieht so aus, als wären sie noch down. So, ist gut. Sehr schön. Okay. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, dann war es das für diesmal. Und sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Paper Mario im Danger Run Legende von Yontor. Ihr wisst das ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Würde mich freuen. Ciao.